Hallo Hansa-Fans, Quiz-Taxi, Folge 2 in dieser Saison und heute mit einem alten Quiz-Taxi-Hasen, Simon Rhein, und einem Frischling, Dennis Dressel. Ja, Simon, ich weiß, alle meine Fragen können dich hier heute nicht irgendwie groß ins Schwitzen bringen und ich habe auch deine Lieblingskategorie, das Regelwerk, wieder mit dabei. Freust dich? Total. Vorfreude direkt gestern Abend, ich habe kaum geschlafen, ganz unruhig gewesen und ja, gestern nochmal die Bücher gewälzt, auch regeltechnisch, also ich bin vorbereitet. Sehr schön. Dennis, haben dir deine Teamkollegen schon gesagt, was dich hier heute erwartet? Ja, sie haben mich schon ein bisschen vorgewarnt, was mich da so erwartet, aber ich bin jetzt selbst gespannt und freue mich drauf. Zumindest konnte ich dir deinen Wunsch-Teampartner, er weiß es ja nicht, heute besorgen. Ja, also insofern sollte alles glatt gehen. Wenn ihr euch genauso gut wie auf dem Platz versteht, dann klappt das hier heute auch. Da sollte nichts schief gehen heute. Gut. Und bevor wir anfangen, bevor ich es vergesse, Moment. Wenn wir schon mal ein Geburtstagskind am heutigen Tag hier mit dabei haben, da haben wir als Hansa Media Team natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Und diese exklusive Version des Hansa-Tropfens, ja, die übergeben wir dir hier mit der Maßgabe, nach dem nächsten Auswärtssieg den gemeinsam dann im Bus zu köpfen. Ja? Alles klar, danke. Das werden aber die letzten Geschenke für heute sein. So, los geht's. Frage 1. Geht direkt los. Kategorie Rostock. Ihr könnt es vielleicht auch gleich schon sehen. Rostock liegt an der A. Weser, B. Wupper, C. Werra oder D. Warnow? An der Warnow. Ja, D. D. an der Warnow und natürlich... Aber sehen wir das jetzt nicht hier am Display? Ja, das ist hier... Nee, das sagt ihr mir, die Antwort. Nur, dass ihr es nochmal sehen könnt. Warnow. D. Sagt, Warnow locken wir ein. D. Warnow. Natürlich ist die Warnow richtig und damit auch der erste Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Und auch das erste Geld für den guten Zweck. Wie viel sind das pro Frage? Bitte? Wie viel sind das pro Frage? Die ersten 5 Fragen 20 und dann Frage 6 und 57 Euro jeweils. So, 20 Euro also im Sack. So, Frage 2, Kategorie Ostseestadion. Zu Beginn dieser Saison wurden neben der eigentlichen Auswechselbank im Ostseestadion weitere 6 Plätze angebaut. Wie viele Sitzplätze hat die Wechselbank jetzt eigentlich insgesamt? Sind es A, 16? B 18, C 20 oder D 22? Also wir sitzen also mit diesen Zusatzplätzen. Mit diesen Zusatzplätzen zusammen. Also wir sitzen alles auf der Bank. Ronny, Trainer, Uwe, Björn. Nee. Wo sitzt Uwe auf der Bank? Eigentlich schon. Und, das letzte Spiel glaube ich nicht, aber. Ja. Wir sind 5 mit Orle, Trainerteam. Ja, dann Spieler. 9 Ersatzspieler. Sind wir schon bei 14. Was mit Physios? Die stehen immer nebendran. Das sind doch diese Zusatzplätze, oder? Die zählen mit dazu. Hast du eine vorher eine Zahl gesagt? Wie viele Zusatzplätze? 6 Plätze wurden diese Saison zusätzlich gebaut. Ihr könnt es auch, wenn ihr weiterwischt, die Frage euch nochmal genau angucken. Ah. Ja, also 16 sind zu wenig und 22 zu viel. Ja, wir haben ja, wir haben ja 5 Trainerplätze. 9 Ersatzspieler. Ja, aber so 14. Trainer glaube ich auch einen Platz. Die sitzen doch vorne. Meinst Trainer steht so, nur, Trainer. Stehen die nicht nur? Trainer bearbeitet die Coaching so in den Rasen da. Ja, genau. Der sitzt nicht. Aber muss schon Pflichtplatz haben, der Trainer, oder? Achso. Eigentlich glaube ich schon. Ja. Also eigentlich. Ja, dann machen wir einfach mal. Also 20 oder 22 in meinen Augen. Ja, also 18 ist zu wenig, glaube ich, ja. Wir haben jetzt schon 9. Also diese 6 Zusatzplätze zählen dazu. Ja. Sind die neben der Bande oder sind die aufgeteilt auf beide Bänke? Ja, da ist ja auch so Arzt und so alles also dabei. Auf der, bei der, die Gastmannschaft hat ja auch Zusatzplätze, oder? Genau, es zählt nur für eine, nur das, für uns. Also 6 Zusatzplätze. Genau. Und die zählen damit rein? Die zählen damit rein. Also dann sind es auf jeden Fall, also können es nur 20 oder 22 sein. Also. Ja. Ich glaube, ich wäre auch bei 20. Ich glaube, Andi sitzt immer auf der Kiste, ne? Wenn du 22 nehmen. Das ist schon viel. Ja, aber es sind ja 6 Zusatzplätze, also auf der Bank sind ja nur 16 Plätze dann. Auf der Bank 16, aber... Und auf der Bank sitzen dann die 9 Spieler? Genau, und die Trainer. Und nebendran, 3 Trainer. Nebendran ist der Rest. Ja, aber dann hast du die 3 Trainer, oder? 3? Mit Orle? 4? Dann hast du... Ah, wir haben einen Telefonjoker, oder? Aber ich würde nicht für die Frage. Haben wir einen Telefonjoker? Ja, natürlich habt ihr einen Telefonjoker. Aber ich bin dabei, Dennis, yeah. Die anderen würden alle ähnlich rätseln wie ihr. Ja, und ich glaube, das für die Frage... Irgendeiner weiß es ja, wer hat denn die Bänke gebaut? Ein Architekt, der ruft mal. Uwe. Nee, deswegen sage ich, wären es ja 4 Trainer plus 9, das sind ja 13. Und auf dieser Bank ist ja normal eigentlich, die ist ja immer voll.
Da ist ja nie, dass da jetzt mal 5 Plätze frei sind. Dann hast du da 13. Sagen wir 20, wir machen 20. Ja. Ja, machen wir 10. C20. Also, ihr seid euch beide sicher, C20 Plätze sind es jetzt mit den 6 Zusatzplätzen. Wir locken ein, die Antwort C. Und die richtige Antwort ist, die Bank vorher ohne die Zusatzplätze waren genau 14 Plätze. Plus die 6, die jetzt sind, 20. Herzlichen Glückwunsch. Es läuft ja wie am Schnürchen. Unfassbar. Und ihr seid die Ersten, die diese Frage richtig beantworten. Alle in Probe haben die Frage falsch beantwortet. Ja, wir machen ja manchmal Probefragen sozusagen, wo ich nicht auflöse. Und ihr wart richtig. Gut. So, aber jetzt kommt eine Kategorie, die ich extra für euch rausgesucht habe. Die weltweiten Fußballrekorde. Und das fällt in euer Metier, weil das könnt ihr auch... Ja. Und zwar der Ukrainer Nikolai Kuzenko hält den Rekord im Fußball-Jonglieren. Wie lange hielt er den Ball mit Kopf und Fuß ohne Pause und Bodenberührung hoch? Sind es A. 3 Stunden 40 Minuten, B. 7 Stunden 17 Minuten, C. 15 Stunden und 59 Minuten oder D. 24 Stunden und 30 Minuten? Wie lange hat er es geschafft, den Ball ohne Bodenberührung hochzuhalten, nur durch Jonglieren? Also ich sag mal so, so Weltrekorde, das, also Rekorde, das sind immer irgendwelche geisteskranken Sachen. Deswegen will ich jetzt A komplett ausschließen. Kriegst schon, eigentlich wahrscheinlich C oder D. Du kriegst schon Hunger so nach 3 Stunden, oder? Wie lange traut ihr euch zu? Ja, 24 Stunden ohne Essen trinken. Oder kann man das, wenn man hochhält? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, gib da mal was zum Trinken her oder so. Ja, oder wollen wir da so ein 50-50 nehmen oder so? Haben wir 50-50 auch? Habt ihr auch. Der ist doch wie gemacht für die Frage, oder? Dann ja, oder? Ja, ich würde den nehmen. Aber was würdest du, wenn jetzt was wegfällt, was würdest du jetzt nehmen, bevor was wegfällt? Also bei sowas, das sind so Schätzfragen. Also, was heißt nicht Schätzfragen, aber. Also, ich glaube sogar D wahrscheinlich. So, der hat gesagt, so sein Ziel, ja, okay, ich mache einen Tag durch und dann. Aber wer ist der beste Techniker der Mannschaft? Schumi wahrscheinlich. Der kommt auch der dran. Der schafft das auch 7 Stunden, ne? 7 Stunden locker. Also ich würde vielleicht D machen und davor. Also 50, du bist bei D und wir machen 50-50. Genau, und wenn es wegfällt, dann lass du das Ding entscheiden. Wir rufen Schumi an, ne? Der muss es ja wissen. Der kann es aus Erfahrung sprechen, eigentlich. Ja, oder wir rufen den Ukrainer da einfach an. Nikolai. Dann nehmen wir 50-50 erstmal. Ja. Ihr nehmt den 50-50 und es fallen weg A und C. A und es bleiben C. Übrig B und D. 7 Stunden ist ja gar nichts. Ohne also Zeit für einen Welt. Oder ist es ein Weltrekord? Ja. Guinness Buch der Rekorde. Weltrekord ist 7 zu wenig. Stunden. 7 Stunden. 7 Stunden schafft ja sogar Schumi, sagt er, ja? Schumi schafft mehr. Oh, das will ich sehen. Also wenn Schumi den rechten nehmen muss, dann wird es schwierig, aber wenn nur mit links, dann... dann nehmen, sollen wir den nehmen? Ja, wir nehmen den. Und ihr lockt ein D. Ihr sagt, 24 Stunden hat er das geschafft. Ohne Pause das Ding hochzuhalten, ohne Essen, ohne Schlafen. Wie er auch immer auf Toilette gegangen sein will. Und die richtige Antwort ist tatsächlich D. Ihr habt recht. 24,5 Stunden, unfassbar. 3 von 3, Jungs, also es steuert hier absolut auf Rekord zu, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, was ist denn da? Gab es schon mal 7 von 7? 7 ja, aus 7? Fröde Becker, mit viel Glück und Telefonjokern und so weiter. Fröde Becker. Ne? Kategorie 4, die Kategorie Plattdeutsch. Das ist die Sprache der Alten hier bei uns, Dennis. Ihr könnt schon einmal weiter klicken. Wer oder was wird scherzhaft Sabbelkasten genannt? Ist es A, der Fernseher, B, der Beichtstuhl, C, das Telefon oder D, die Ehefrau? Zu was sagt man hier in Mecklenburg-Vorpommern, das ist aber ein Sabbelkasten? Das ist ja eigentlich ideal für so einen Passantenjoker. Für so einen etwas älteren Passanten, ja, hier. Das finden wir, wenn ihr einen Passanten aber haben wollt. Da vorne ist wieder... Müssen wir natürlich clever anmoderieren. Das letzte Mal bei Han und mir, die hatten keine Lust. Die sind einfach weggegangen. Die waren ja, bei so einem Auto hätte ich jetzt auch ein bisschen Angst, wenn man da vorbeifährt. Wenn es da runter geht, da rennst du. Also wir hätten schon ein anderes Auto da nehmen müssen. Ich hätte jetzt gesagt Telefon oder Fernseher, aber... Ich hätte sogar fast Ehefrau genommen. Echt? Ja. Aber keine Ahnung. Also, ich habe das Wort noch nie gehört. Oder wir rufen jemanden an, oder? Obwohl, wir haben noch, wie viele Fragen? Noch 4, ne? Ja, also,
glaube, wir brauchen jetzt auch einen Joker. Ja, wir gucken mal. Vielleicht findet ihr ja hier jemanden, wo ihr sagt, der könnte das wissen. Ich glaube, sabbeln ist doch so wie reden, oder? Ja, so sabbeln so. Der redet die ganze Zeit. Oder Telefon früher. Nee, ist zu jung. Aber wird es immer noch Sabbelkasten genannt? Es ist noch im Wörterbuch, genauso steht es unter Sabbelkasten drin, die Antwort. Naja, Fernseher früher war ja auch Kasten, aber Telefon war ja auch. Ihr habt 3 von 3, ich gebe hier überhaupt gar keine Hinweise mehr. Außer, dass ihr vielleicht jemanden fragen könnt da. Aber ich frag den Herrn, oder? Ja, dann mach den Herrn, der steht schon da. Also, Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Wir haben hier eine Quizfrage und wir bräuchten Hilfe. Es geht um Plattdeutsch. Kennen Sie sich da aus? Auch nicht? Ich komme aus dem Süden. Dürfen wir dann nochmal jemand anders fragen, ja, oder? Ja. Okay, trotzdem danke. Tschüss. Ciao. Da hat Schitzenmüll am HRO-Auto hier. HNO? HRO. Ja, den fangen wir an. Aber der ist gerade. Ja, er kann aufkommen. Entschuldigung? Darf ich Sie kurz stören? Ja, siehst du. Wir haben hier eine wichtige Quizfrage zum Thema Plattdeutsch. Ob Sie uns da weiterhelfen können? Ja. Ja? Ein paar Wörter, okay. Es geht um den Sabbelkasten. Was ist das? Sabbelkasten. Kannst du mal, das ist eigentlich so, wenn einer immer redet. Ja, und kannst du mal die Auswahlmöglichkeiten? Okay, also es gibt verschiedene, so. Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Den Fernseher, den Beichtstuhl, das Telefon und die Ehefrau. Also Sabbelkasten ist jemand, der immer redet. Dann wäre das ja wahrscheinlich die Ehefrau. Okay, vielen Dank. Dennis, okay. Lache nicht zu laut. Du hast auch eine Freundin zu Hause sitzen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann... Ja, aber macht Sinn, die Erklärung. Macht oder? Sinn für dich? Sabbelt deine Freundin so viel. Vorsichtig, vorsichtig. Nee, dann lock mal die ein, oder? Ja, mach mal. Was wäre euer Bauchgefühl gewesen, wenn es jetzt nicht die Ehefrau? Ich hätte ja gesagt Telefon oder so. Ja, ich habe schon auch so... So, das macht schon Sinn, was er gesagt hat. Hat er gesagt, jemand, der immer redet. So, außer vielleicht noch ein Fernseher hätte dann vielleicht Sinn gemacht. Aber ein Beistuhl ist, ja. Nee, mach mal D. D, oder? Ehefrau. Aber wieso Kasten? Das ist die Frage, warum Sabbeltrine oder Sabbeldieren oder Sabbelfru hätte man ja vielleicht sagen können. Sabbelkasten. Aber ihr müsst das entscheiden. Jetzt habe ich hier. Du bist bei Ehefrau. Ja, macht, wenn es jetzt hier so ein erfahrener Rostocker uns den Tipp gibt, oder? Also ich würde schon, auf meinen Joker vertrauen. Sabbelkasten kann auch Fernseher sein, wenn der immer so an ist, weißt du? Fernseher, der immer an ist. Ja, aber er hat doch, wo du ihm die Fragen nur vorgelesen hast, hat er doch Ehefrau gesagt, oder? Oder hat er allgemein nur gesagt, einer, der immer redet? Ja, okay, hier steht auch scherzhaft in der Frage, deswegen okay, wir nehmen die Ehefrau. Gut, Ehefrau. Also, ihr habt euch jetzt entschieden für die Ehefrau. Ja, sabbeln ist natürlich erzählen, quatschen, dumm rumlabern und der Beichtstuhl fällt aus. Das ist es nicht, der Fernseher ist es auch nicht. Wir müssen uns also entscheiden zwischen Telefon und Ehefrau und die richtige Antwort ist C, das Telefon. Was? Der Kasten, der Sabbelkasten, der Simon hat es doch gehabt. Das hätte jetzt für mich am wenigsten Sinn gemacht. Echt? Ein Kasten, in den man reinsabbelt. Ja, wir haben einen falschen Joker ausgesucht. Dann brechen wir hier ab, oder? 3 ist doch richtig. Es geht ja immer noch um weiter viel Geld für den guten Zweck. Das stimmt. So, Frage 5. Und jetzt deine Spezialkategorie, Simon. Die Kategorie kann ich weitermachen? Regelwerk. Du kannst weitermachen. Welche Form dürfen die Torpfosten nach aktuellem Regelwerk ausschließlich haben? A. Rund, B. Rechteckig, C. Elliptisch oder D. Alle Antworten sind richtig. Hast du schon mal eckige Torpfosten gesehen? Nee. Aber wahrscheinlich, nee, macht auch keinen Sinn, weil... Wenn du die Kante triffst, dann ist der Ball kaputt. Ja, genau, und das wäre so voll der Nachteil oder wenn dann sogar Vorteil. Nachteil für den, der schießt und Vorteil für den, der für dem das Tor gehört. Weil der Ball würde eine ganz andere Kurve kriegen auch so, oder? Also, ich schätze jetzt nicht, dass erlaubt ist. Gibt ja auch untere Ligen. Meinst du, das ist vorgeschrieben? Es gibt direkt einen Satz dazu im Regelwerk, den der Schiedsrichter vor dem Spiel muss er kontrollieren, ob die Pfosten auch die richtige Form haben. Deshalb würde er sprechen, dass nur eine Antwort richtig ist. Ja, es ist entweder A oder D. Oder? Also epileptisch ist ja so ein bisschen... Nee, elliptisch. Nee, das ist ganz anderes. Epileptisch. Elliptisch. Elliptisch ist sowas elliptisch. Wie oval. Ja, genau. Epileptisch. Und liegt auch. Epileptisch ist was anderes. Aber das ist wie oval. Ja,
unsere sind rund, oder? Unsere sind rund, aber jetzt auch in den unteren Ligen. Ah, so E-Jugendtore und so, die sind doch immer viereckig. Oder? Die sind nicht rennen, die sind ja auch nicht so fest installiert, so, die kannst du da rumschieben. Die sind immer so viereckige oder so diese kleinen Minitore. Ja, aber wenn Arvid hat gesagt, der Schiedsrichter kontrolliert, ob die Pfosten die richtige Form. Ja, ist halt jetzt die Frage. Was gibt es denn noch für andere Formen? Die können dreieckig noch sein und. Das habe ich nachgefragt. Dreieckig dürfen sie nicht sein. Das ist gut zu wissen. Also bei Jugendspielen kontrolliert der Schiedsrichter die Torpfosten. Oh, das kann ich dir nicht sagen, ob das bei ihm verpflichtend ist. Ich kann dir nur sagen, welcher Satz im Regelwerk dazu steht. Und da steht, die Torpfosten müssen... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber rund wäre das wär doch zu einfach, oder? Wenn's... Telefonjoker? Wer weiß sowas? Wer weiß sowas? Also jetzt sind die da, schätze ich, A oder D. So, weil es wird nicht drinstehen, die dürfen nur rechteckig sein. Und dann bei uns sind sie rund. Dennis, du warst schon, hast schon so die richtige Fährte vorhin gehabt. Lass dich jetzt nicht von diesem Weg abbringen. Du willst unbedingt, dass wir die Frage richtig beantworten, oder? Es kommt noch schwierige Fragen. Wo man was war denn deine Fährte? In unseren Ligen ja, oder bei Fährte Jugend? War, bei uns sind sie jetzt rund. Ja, diese E-Jugendtore sind rechteckig. So. Also auch diese Minitore, diese ganz kleinen. Die sind doch nicht rund, diese Pfosten. Die sind doch so viereckig, oder? Ja, es gibt ja auch runde Minitore mit runden Torpfosten. Wenn man, auch, das, ja. Wenn man das so hat, dann werden die Antwortmöglichkeiten ja schon eingeschränkt. Ja. Deswegen schätze ich, würde ich zu D tendieren. Aber ich habe die letzte Frage falsch beantwortet. Da warst du auf der richtigen Fährte. Deswegen würde ich dir da jetzt vertrauen. Aber ich würde, glaube ich, zu D tendieren, weil es ja, glaube ich... Alles bezogen auf alle Altersklassen. Und Punktspiele, so. Ja, dann, ich habe auch schon mal mit rechteckigen Torpfosten gespielt. Dann muss ja D sein. Ja, dann nehmen wir D, oder? Dann locken Sie ein, die Antwort D, weil Simon ist noch eingefallen, dass er auch mal auf rechteckige Torpfosten gespielt hat. Und im Regelwerk steht, die Torpfosten müssen... rund, rechteckig oder elliptisch sein. Die dürfen nur nicht scharfkantig sein, damit sich keiner verletzt. Also die Antwort D ist richtig. Sehr gut, das sind wir doch wieder. Das sind wir wieder. Na, jetzt kommt was, Hansa. Das Schwerste ist jetzt schon weg, Regelwerk. Genau, Regelwerk seid ihr mit durch. Jetzt kommen die Fragen, wo wir richtig Geld absacken. Jetzt geht's ins Eingemachte. Kategorie Hansa historisch. Welcher deutsche Nationaltrainer wäre im Jahr 2000 beinahe Trainer des FC Hansa geworden, aber man entschied sich gegen ihn und verpflichtete Friedhelm Funkel. War das A. Berti Vogts, B. Jürgen Klinsmann, C. Joachim Löw oder D. Hansi Flick? Wer wollte beim FC Hansa Rostock Trainer werden, aber er wurde es dann nicht? Ja, aber hat es die Öffentlichkeit mitbekommen, ja, oder? Dann müssen wir jemanden anrufen, oder? Den Scheller anrufen. Scheller anrufen. Ja, oder irgendeiner, der halt schon länger beim Verein ist oder so. Im Jahr 2000 genau, der schon dabei mit dabei war. Da ist die Frage, wer war da schon mit dabei? Dann können wir dich auch anrufen? Nee, mein Telefon ist leider aus. Rufen wir Schelle an, oder? Schelle. Oder den Dr. Bartel. Er ist sicher beschäftigt. Ja. Machen wir mal einen Schelle an. Beschäftigt, das ist im Auto. Schelle ist online, aber geht nicht ans Handy. Warum? Anruf zurückgewiesen. Ich muss nochmal mobil versuchen. Da ist er. Rückruf ist in Ordnung, oder? Ja. Schelle? Ja. Störe ich dich gerade? Nee, alles gut, was hast du? Ich sitze mit dem Dennis hier im Quiztaxi und wir haben eine Frage, die Hansa-Historie betrifft. Und dann dachten wir, dass wir... Ach du Scheiße. es geht... um das Jahr 2000. Und zwar wurde damals Friedhelm Funkel als Trainer verpflichtet. Aber es gab anscheinend auch einen ehemaligen deutschen Nationaltrainer oder aktuellen deutschen Nationaltrainer, der auch eine Option gewesen sein soll damals oder gehandelt wurde. Lies am besten mal die Frage vor.
Die Frage ist, welcher deutsche Nationaltrainer wäre im Jahr 2000 beinahe Trainer des FC Hansa geworden, aber man entschied sich gegen ihn und verpflichtete Friedhelm Funkel? Die Antwortmöglichkeiten sind Berti Vogt, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick. Ich glaube, Löw war im Gespräch. Ja? Ja. Dann nehmen wir das so, oder? Das locken wir ein so. Aber ich bin mir nicht sicher. Sag nochmal die vier. Berti Vogt, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick. Nee, da würde ich Löw tippen. Okay, dann mal. Er kann gleich dranbleiben, ich löse gleich auf. Kannst du, ja genau, dann nehmen wir Löw, oder Dennis? Ja, wir locken dann locken C wir ein und dann Joachim warten wir jetzt mal auf die Auflösung. So, ja, hallo Schelle, ich bin gespannt, ob du die richtige Idee da hattest. Und im Jahr 2000 sollte verpflichtet werden, aber er hat einen Tag zu spät zurückgerufen. Du hast ja zum Glück zurückgerufen, denn die richtige Antwort ist Joachim Löw. Ja, siehst du. Ja. Jawohl, das kostet die Jungs aber jetzt was. Schelle, überragend. Sehr gut. Also, danke dir. Schelle, vielen Dank. Jo, bis morgen. Bis nachher. Tschüss. So soll ein Telefonschock aussehen. Ja. Hansa hat dem Yogi ein Angebot unterbreitet. Dann hat er erst gesagt, ach, nee, ist doch nichts für mich. Und am nächsten Tag hat er zurückgerufen, ich möchte doch. Und da haben wir gesagt, nee, jetzt haben wir aber dem Friedhelm Bescheid gesagt. Und dann ist der Yogi Nationaltrainer geworden. Sonst wäre er bei Hansa gelandet. Gut, auf jeden Fall, Schelle hat es gewusst. Gut. So, und letzte Kategorie, Dennis, das ist die einfachste für euch. Es geht um einen eurer Mitspieler. Ich möchte einfach nur, dass ihr euch das nächste Bild anguckt, wenn ihr dort weiterwischt, und mir sagt, wer ist das? Ein Skifahrer. Ja. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen ausschließen. So. Das ist ein Mitspieler. Einer eurer Mitspieler hat mir ein Jugendbild von sich geschickt. Und ich habe gesagt, möglichst eins, was nicht ganz so einfach ist. Also bei Skifahrer jeden Tag denke ich halt jetzt direkt an Hinti. Aber. Also, das Gesicht sieht ein bisschen aus wie der eine Sohn von John, aber ob John früher Skifahren war. Holland? Ja, aber Holländer gehen schon viel Skifahren, glaube ich, oder? Ja, theoretisch schon. Ja, weißt du, ich würde auch sagen John. Sieht aus wie Mason, finde ich. Ja, aber auch wie John ein bisschen so. Also, weiß nicht. Dieses Lachen so. Hinterseher wäre ein bisschen naheliegend, oder? Mit Schnee und Österreich. Ja, ich, John 100%. Sagst du? 100%. Ja, ein Holländer Ski, echt? Ja, oder wen würdest du sonst noch geben? So. Du bist es nicht, ne? Du kommst ja auch aus dem Süden. Nee, ich bin's nicht. Also ich hätte. Ja, ja. Ich hab's geguckt, dachte, okay, das ist der Mason, oder? Dachte, das ist der Sohn von John, aber. Ja. Ja, du kannst schon mal rechts abbiegen, wir sind jetzt gleich fertig. Gut, ich biege schon mal Richtung Ostseestadion. Oder? Also ich habe es auch nur kurz angeschaut, so das Lachen. Wer kommt noch in Frage? 100%. Schon ein sehr rundes Gesicht, ja, ne? Ja, so dieses Lachen. Oder wer wird es noch geben? Ich weiß auch nicht jeden, der Ski fährt, so, aber. Guck mal, also. Sieht das John, oder? Ja, ja. Oder jetzt so das Lachen. 100%. Gut, also ihr entscheidet euch. Wir nehmen John Verhoek. Für John Verhoek. Ist jetzt den mal Skifahrer, ganz anders. Den Holländer. Ist Freddy, nein. Der Mason ähnlich sehen sollte. Und die richtige Antwort ist: Es ist der Holländer John Verhoek. Glückwunsch, die sechste richtige Antwort von sieben. Mensch. Und das Falsche war, wo wir unseren Nierpassanten-Joker falsch gewählt und haben. Können wir uns gar nicht ankreiden lassen. Ja, jetzt können wir uns nicht ankreiden lassen. Simon hat das Telefon eigentlich gehabt, aber immerhin sechs von sieben Mensch. Das ist also wirklich, das schaffen die allerwenigsten. Also vier und fünf sind die normalen Antworten. Sehr gut, dann können wir jetzt frohen Mutes hier euch wieder zurück. Das ist auch noch in der Hälfte der Zeit von den anderen. Das kommt dann noch hinzu. Wer möchte denn ziehen, für welchen Zweck das Geburtstagskind, oder? Das Geburtstagskind. Was für eine Frage. Deswegen habe ich heute auch so viel, war ich so großzügig heute wegen des Geburtstages. So, dann einmal aufreißen und wir gucken mal, wer die 150 Euro kriegt, die ihr hier heute erspielt. Stimmt, einiges erspielt. Ja. Die Königsfragen am Ende richtig beantwortet. Fürs Frauenhaus in Rostock. Aber gut, sehr schön. Wir haben noch 180 Euro erspielt, oder? Wir klären das gleich. Die ersten fünf Fragen 20 und dann ab 6, 7 der richtige gibt es 50.
150 Euro fürs Frauenhaus erspielt vom Geburtstagskind Dennis Dressel und Simon Rhein. Also ihr habt euch beide gut geschlagen. Es war nicht zu merken, dass du das erste Mal mit dabei warst. Dir hat man die Routine natürlich angemerkt. Simon, völlig cool, hat er die Fragen beantwortet. Ja, und ihr zu Hause, Yogi Löw wollte mal Trainer bei uns werden. Gar nicht so einfach die Frage, ne? Oder wie lange kann man diesen Ball hochhalten? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Mitraten und Mitlachen und bis bald von dieser Stelle. Ahoi. Tschüss. Ciao.